Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie du es im Titel schon gelesen hast, geht es heute um das Thema Selbstwertgefühl steigern. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat denn Selbstwertgefühl mit dem eigentlichen Thema dieses Channels, nämlich Erfolg mit Frauen, zu tun? Das ist ganz einfach. Je besser dein Selbstwertgefühl, je mehr Wert du dir selbst, Selbstwertgefühl, zumindest, desto erfolgreicher bist du allgemein im Leben und auch mit Frauen sein. Denn wenn du das Gefühl hast, ich bin es nicht so richtig wert, dann hast du auch das Gefühl, ich bin es nicht wert, mit dieser Frau zu reden, ich bin es nicht wert, Zeit mit dieser Frau zu verbringen. Und das führt eben an keine guten Punkte und vor allem nicht dahin, dass du mit den Frauen Zeit verbringst, oder dass die Frauen sich in dich verlieben, auf dich stehen, mit dir schlafen wollen und so weiter. Das heißt, dein Selbstwertgefühl zu erhöhen ist ein wesentlicher Teil davon, dein Leben zu verbessern und auch davon, mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Denn ich habe öfter Teilnehmer, die haben ein geringes Selbstbewusstsein, ein geringes Selbstwertgefühl. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl muss man ganz klar voneinander trennen. Wir wollen uns heute nicht mit dem Selbstbewusstsein beschäftigen, sondern mit dem meiner Meinung nach fast wichtigsten Selbstwertgefühl. Also es ist das Gefühl, dass du etwas wert bist. Und ich möchte dir heute einen ganz einfachen Trick mitgeben, wie du dein Selbstwertgefühl verbessern kannst, ohne dafür auf irgendeine Weise das Haus verlassen zu müssen, theoretisch. Auch wenn das natürlich helfen wird. Also, lass uns erstmal kurz auseinanderbrechen, wie das denn überhaupt zustande kommt. Was passiert oder warum hast du ein niedriges Selbstwertgefühl, wenn du eins hast? Ganz einfache Erklärung: Wenn du ein niedriges Selbstwertgefühl hast, dann liegt das daran, dass von außen Nachrichten in dich eindringen, die dir sagen, du hast ein niedriges Selbstwertgefühl, du bist nicht wert, du bist nicht liebenswert, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du schaffst es nicht, du bist schwach, du bist kein richtiger Mann, du bist kein richtiger Boyfriend, du bist schlecht als Freund, du kannst das nicht und so weiter. Also negative Nachrichten, die in dich eindringen. Ich habe das Ganze schon mal mit einem Mikrofon verglichen. Stellst dir vor, als hättest du ein Mikrofon, was alles aufnimmt. Und in dieses Mikrofon wurden im Laufe der Jahre, im Laufe deiner Lebensjahre negative Nachrichten reingesprochen in dieses Mikrofon. Und dadurch, dass in dieses Mikrofon negative Nachrichten reingesprochen wurden, hast du negative Nachrichten aufgenommen und das ist dann deine Realität geworden. Also wenn dir die Außenwelt permanent sagt, du kannst es nicht, du bist nichts wert, du kannst gar nichts, wie willst du denn jemals im Leben klarkommen, du wirst es nie zu etwas bringen. Angenommen, du hast immer solche Nachrichten gehört, dann hast du ein niedriges Selbstwertgefühl, denn das sind die Nachrichten, die du immer wieder abspielst. Wenn du mal deinen Verstand so ein bisschen beobachtest, wirst du merken, dass du diese Nachrichten immer wieder abspielst, du gehst es immer wieder durch, wenn irgendwas passiert und angenommen, du bist in der Schule oder im Studium und du schreibst eine schlechte Note, dann wird diese Kassette immer wieder abgespielt. Dieses, du bist nichts wert, du schaffst es nicht, siehst du, du kannst es ja sowieso nicht. Und so wird das Ganze immer schlimmer und dein Selbstwertgefühl sinkt immer weiter bis zu dem Punkt, wo du dich vielleicht gar nicht mehr so richtig einbringen willst in die Welt und es dann auch irgendwann psychologisch gefährlich wird. So, und natürlich gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu verändern, indem du dein Umfeld veränderst. Und das ist eine Sache, die du auf jeden Fall machen solltest. Verändere dein Umfeld da draußen und begib dich in ein Umfeld von Leuten, die dich wertschätzen, von Leuten, die sagen, hey, ich glaube an dich, hey, du packst das, die dir Mut machen und sagen, hey, das kannst du gut, dafür bist du mein Freund, deswegen bin ich mit dir zusammen, wenn eine Frau dir das sagt, ich liebe dich, wenn eine Frau dir das sagt, oder deine Eltern oder deine Freunde oder was auch immer. In so ein Umfeld solltest du dich begeben, denn das Umfeld ist auch wichtig. Aber das Umfeld liegt halt auch außerhalb unserer Kontrolle, denn wir können natürlich die Menschen nicht direkt kontrollieren, wir können sie nur aussuchen und aussortieren, was wir auf jeden Fall machen sollten. So, jetzt kommt der Witz. Diese Nachrichten, die du bekommen hast, die in das Mikrofon gesprochen wurden, das waren Nachrichten von außen. Aber es ist gar nicht nötig, dass das durch Nachrichten von außen gemacht wird. Es ist nämlich auch möglich, dass das durch Nachrichten von innen gemacht wird. Du kannst deinen eigenen inneren Selbsttalk, deine eigene innere Selbstunterhaltung verändern. Momentan ist sie negativ und der erste Schritt, der jetzt auf dich zukommt, ist, dass du einfach mal wirklich im Alltag, überall im Alltag aktiv beobachtest, wo du schlecht selbst mit dir redest. Dass du erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelst. Selbstbewusstsein an dieser Stelle übrigens. Ein Bewusstsein dafür entwickelst, wo du schlecht mit dir redest. Angenommen, du, wie gesagt, versaust eine Studiumsarbeit und dann sagst du zu dir, oh nein, ich schaffe es nicht, ich bin es nicht wert. Oder du möchtest eine Frau ansprechen und denkst dir, oh nein, ich bin jetzt aber gar nicht wert, mit dieser Frau zu sprechen. Ich bin gar nicht die Zeit wert, die sie in mich investieren müsste. Und solche Sachen müssen dir aktiv auffallen. Das heißt, du musst aktiv mal merken, an welchen Punkten du da Selbstwertprobleme hast, an welchen Punkten diese negativen Nachrichten immer kommen. Und der zweite Schritt ist dann, dass du dir selbst positive Nachrichten gibst. Und das ist das Tolle, denn es ist gar nicht nötig, dass dir andere Leute sagen, du bist toll, ich liebe dich, du bist wertvoll. Das kannst du dir alles selbst sagen und es hat den gleichen Effekt. Hat sogar noch den Vorteil, dass es effektiver ist, weil da steht ja gar nichts mehr dazwischen. Ja, da ist noch eine andere Person, die sagt dir das und hier bist du. Aber wenn du es dir selbst sagst, das ist näher an dir
dran. Und am Anfang wird es dir vielleicht so vorkommen wie, okay, ich glaube es mir irgendwie nicht wirklich, es klingt nicht richtig. Aber das liegt einfach nur daran, dass du über eine lange Zeit viele negative Nachrichten aufgenommen hast. Ich weiß noch, wir hatten damals mal ein Seminar mit Frauen und da hat ein guter Freund von mir, der Moritz Bauer, oder ein Bekannter von mir, der Moritz Bauer hat so eine Rede gehalten und hat erzählt, dass man sich im Spiegel anschauen soll und zu sich sagen soll, ich liebe mich. So, und das fand ich witzig und habe es dann eine ganze Zeit lang gemacht und fand es am Anfang sehr, sehr schwierig. Also am Anfang habe ich mir gesagt, ich liebe mich. Und dann kamen immer solche Gedanken, so Gedanken, die daran ein bisschen gezweifelt haben. Und da ist mir erst aufgefallen, wie schlecht wir eigentlich mit uns selbst umgehen, wenn man es mal damit vergleicht, wie wir mit den meisten anderen Menschen umgehen. Mit den meisten Menschen gehen wir sehr gut um, sind vorsichtig, dass wir nichts Falsches sagen, wollen sie nicht verletzen, aber mit uns selbst reden wir meistens sehr schlecht oder viele von uns. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dass du anfängst, dir selbst positive Botschaften zu sagen. Angenommen, wenn ich unterwegs bin und ich habe jetzt einen Tag lang gut gegessen oder ich war beim Sport oder ich habe hier ein Video für euch gemacht oder an meinem Produkten weitergearbeitet, was auch immer, dann nehme ich mir einen Moment und sage zu mir selbst, hey, ich bin stolz auf dich, Tim, gut gemacht. Habe ich gut gemacht, super. Oder ich liebe mich. Das sind auch Sachen. Einfach positive Botschaften, dir selbst positive Botschaften immer wieder abspielen, sodass diese Kassette, die sozusagen in deinem Kopf immer wieder läuft, eine positive Kassette wird. Und dann kannst du deinen eigenen Selbstwert selber verbessern. Zusätzlich solltest du natürlich immer deine Umgebung anpassen, denn wenn du eine Umgebung hast, wo Leute dir ständig sagen, du bist nichts wert, du schaffst es nicht, du kannst nichts, dann wird es dir nichts bringen, dass du dich selbst positiv beeinflusst, denn dann wird das immer gegeneinander stehen, gegeneinander kämpfen. Deswegen ist es wichtig, dass du A, eine Umgebung entwickelst, die positiv auf dich Einfluss nimmt, aber auch B, selbst positiv auf dich Einfluss nimmst und wirklich in den kleinsten Sachen so, weißt du, angenommen, du stehst morgens auf und putzt dir deine Zähne und einfach so, gut gemacht. Gut gemacht. Ja, du gehst zur Arbeit und ziehst es irgendwie durch, arbeitest gut und lässt dich nicht ablenken und einfach, ja, cool gemacht. Bin stolz auf dich, dass du es geschafft hast. So wie, und das ist der einfachste Vergleich, so wie du erinnerst dich an eine Partnerin, mit der es sehr, sehr schön war. Und dann erinnere ich daran, warum es mit ihr schön war. Und wahrscheinlich war es deswegen mit ihr schön, weil sie liebevoll zu dir war. Sie hat dir gesagt, sie liebt dich. Sie hat dir gesagt, dass du ein besonderer Mensch für sie bist. Sie hat dir gesagt, was toll an dir ist, dass sie stolz auf dich ist, wenn du was geschafft hast. Und all diese Dinge kannst du einfach nehmen und dir selbst sagen. Wie gesagt, am Anfang wirst du vielleicht noch denken, so, na, nein, das kommt irgendwie nicht ganz hin, ich glaub's nicht ganz. Aber mit der Zeit, na, noch eine Woche oder ein, zwei Wochen, oder vielleicht auch einen Monat, vielleicht sogar einem Jahr, je nachdem, wie tief deine negativen Kassetten sind. Also wenn du über 35 Jahre lang negative Kassetten hast laufen lassen, dann wird das natürlich nicht innerhalb von einer Woche umgekehrt. Das ist ja ganz klar. Das heißt, du musst natürlich dranbleiben. Aber so kannst du super simpel und tatsächlich ohne das Haus zu verlassen, wenn du es nicht willst, deinen negativen Selbsttalk beenden und ihn durch positiven ersetzen und so dein Selbstwertgefühl effektiv steigern. Und jetzt nochmal, um den Bogen zu schließen, die Brücke zu schlagen zum Thema Dating. Wenn du dich selbst für wertvoll hältst, wenn du dich selbst positiv bestätigst, dann wirst du erstens weniger abhängig von Frauen sein, du bist nicht mehr abhängig von ihren positiven Emotionen, davon, dass sie dich lieb haben, davon, dass sie dich wertschätzen, das machst du ja sowieso schon selbst. Und zweitens hast du den Vorteil, dass Leute gerne an positiven Emotionen teilhaben. Das heißt, die werden merken, boah, okay, der hat positive Emotionen, das ist ein cooler Typ, der ist in Ordnung mit sich selber und in deren Umgebung sind Leute gerne. Denn wenn da ein Mensch ist, der in Ordnung mit sich selber ist, dann fühlt man sich selbst auch gut mit sich. Und deswegen hast du die Möglichkeit, indem du deinen Selbstwert steigerst, deinen Erfolg mit Frauen durch die Decke schießen zu lassen. Und ich bin der Überzeugung, oder ich weiß es tatsächlich, dass es auch viele Männer gibt, deren einziges Problem der eigene Selbstwert ist, deren einziges Problem und das, was sie davon abhält, gute Frauen zu bekommen oder überhaupt Erfolg mit Frauen zu haben, ihr eigener Selbstwert ist. Deswegen ein ganz wichtiges Thema und einfach mal die Aufgabe an dich als Zuschauer, ganz unabhängig davon, wo du jetzt stehst, selbstwerttechnisch gesehen, beobachte mal deinen inneren Selbstmonolog und schau mal, wie negativ er ist. Und schau mal, an welcher Stelle du das Ganze noch positiver machen kannst, um einfach noch mehr für dich rauszuholen. Sag dir selbst, hey, du hast es drauf, hey, das schaffst du, ich glaube an dich. Positive Nachrichten. Mach einfach positive Nachrichten. Wenn du extrem sein willst, stellst du dich vor den Spiegel und schaust dich an, in die Augen, so wie in die Kamera. Wirst ein bisschen ruhig und sagst dann, ich liebe dich. Wie gesagt, ist für den Anfang relativ komisch, krieg ein Gefühl dafür, ist enorm hilfreich. Mal eine ganz andere Sichtweise, ein ganz anderer Punkt jetzt auf dieses ganze Frauenthema. Selbstwertgefühl steigern. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Ich freue mich, dich am Donnerstag wiederzusehen. Wenn du das Video vom Donnerstag noch nicht gesehen hast, schau unbedingt hier oben mal vorbei. Das ist ein kompletter Live-Flirt, einer meiner
der Live-Platz, den ich am besten fand, ist mein toller Flirt. So musst du dir auf jeden Fall anschauen. Da oben geht's zum Video. Hier kannst du abonnieren und da kannst du dich für das gratis Online-Coaching eintragen, indem du noch mehr Informationen bekommst, die du nicht hier auf YouTube oder in meinem Podcast bekommst. Deswegen, das Ganze ist gratis. Ich kann es dir nur empfehlen. Trag dich ein. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.